Guten Tag, heute ist der 17. Mai 2022. Es ist die dritte Testwoche der 90-10 MedBet-Forschung. Diesmal hatten wir kein Gefühl der Wirkung nach der Aktivierung des MedBets. Aus der früheren Zeit blieb bei meiner Frau der Fakt, dass sie keinen Morgenhusten hat. Ansonsten litt sie wieder tags und nachts unter so starken Hüftschmerzen wie früher, so dass ihr Schlaf nicht mehr ungestört wurde. Bei mir blieben die Nächte nach wie vor frei von den Prostatabeschwerden. Die Messung von Clue Medical in Ruhe hat sich wieder verschlechtert, doch war deutlich besser als am Anfang. Ich hatte nur drei Herzschlagausfälle in den 2 Minuten der Messung und das Gerät zeigte ein extrem hohes energetisches Niveau mit übertrieben gesteigerten parasympathischen Regenerationstendenz, welche zum Erscheinen des kardialen Markers auf 375,4 Millisekunden hoch 2 führte. Früher hatte ich diesen Marker auch mal weit über 2000. Die Steigerung war also mäßig und wahrscheinlich als Ausdruck der extremen Regenerationsvorgänge. Das Gerät konnte wieder eine kontinuierliche Kurve schreiben, nur die wichtigen neurovegetativen Parameter erschienen im grauen, nicht ganz repräsentativen Bereich. Das zeige ich Ihnen jetzt. Danke für die Aufmerksamkeit.